darf Sie alle hier im Nationalparkzentrum Mollen recht herzlich begrüßen. Willst auch du, Karin Schersch, aus freiem und eigenem Willen mit dem hier anwesenden Karl Böllhuber den Bund der Ehe schließen? Dann antworte du auch bitte mit Ja. Ja. Trage diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Karl, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben da für jeden ein bisschen was aufgebaut. Ein bisschen was für Karin und ein bisschen was für den Karli. Ne? Bei der Karin haben wir es gewusst, sie ist Krankenschwester. Darum lassen wir das da nicht machen. Ach so? Ja. Wir brauchen jetzt einmal die zwei Türen. Ich hab auch am offen zu. Nichts, ich schau. Es brennt nichts. Aber jetzt machen wir ja was. Schauen wir mit, der war was. Nein, haben wir da nicht ein wenig. Jetzt rein. Ich glaube schon. Dass der Jocker Kratzen nicht reinkommt und nichts passiert, haben wir uns gedacht, jetzt machen wir einen Vorsicherheitskurs mit dir. Und jetzt geht es zu. Hopp, 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 hopp. Und jetzt kommen wir gleich mal zum Wesentlichen. Was die anderen auch alle? Feil auf! Feil auf! Perfekt, Uli hat einen Mittel. Schaut gut aus. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und das, was von sowas kommt.
Liebe Karin, lieber Kali, wir wünschen euch von unsere, also von wir Cousinen, wünschen euch das Allerbeste für die Zukunft und ich als glückliche Ehefrau kann das Eheleben nur weiter empfehlen und es ist einfach wunderschön, verheiratet zu sein. Ja, also ich habe das Heiraten vor mir. Ich hätte es gerne noch vor. Wie schauen wir das heute bei euch einmal an, wie sie das macht und wie macht es dann vielleicht noch? Ich brauche eh noch nicht drüber nachdenken. Ja. Lieber Kali. Wir wünschen euch alles, alles Gute für die Zukunft. Und ich wollte einfach nur sagen, ich danke dir für die ganze Freundschaft, seitdem wir schon uns so lange kennen. Und liebe Karin und Kali. Ja, und Kali. Ja. Es freut uns voll, dass wir heute bei euch einen Doktor dabei sein dürfen. Und als Zubrauen und Zubrecker freut uns das natürlich noch mehr. Ja, und wir wünschen uns noch einen schönen Abend mit euch heute. Ja, ich bin die Renate, ich bin eure Nachbarin und ich wünsche euch zu eurer Hochzeit und für die nächsten 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre, ihr seid schon sehr jung, die 70, die bringt sicher zusammen, alles, alles Liebe und Gute und man muss ab und zu den Mund halten.